Wenn du das Gefühl hast, dass deine Internetgeschwindigkeit zu langsam ist und du jetzt mit dem Gedanken spielst, das zu ändern, zum Beispiel mit einem WLAN-Repeater oder einem Powerline-Gerät, dann bist du bei diesem Video genau richtig. Ich werde 5 Mythen behandeln, die sich so rund um das Thema Internetgeschwindigkeit und WLAN ranken. Beginnen wir nach dem Intro mit Mythos Nummer 1. Mythos Nummer 1. Meine Internetgeschwindigkeit ist zu langsam. Das höre ich immer wieder als Fragestellung, wie ich diese Internetgeschwindigkeit schneller bekomme. Oft beschweren sich auch Nutzer bei Providern, da diese zu Unrecht den Provider im Verdacht haben, die Internetgeschwindigkeit zu verlangsamen. Der erste Punkt, um mal zu schauen, wie schnell die Internetgeschwindigkeit tatsächlich ist, ist die Oberfläche des Routers. Der synchronisiert sich mit eurem Anbieter auf eine bestimmte Geschwindigkeit. Die Fritzbox zeigt das schon ganz übersichtlich im Startbildschirm. Hast du einen Provider-Router, zeigt dieser auch in der Oberfläche die synchronisierte Geschwindigkeit an. Diese ist jetzt natürlich erstmal nicht hundertprozentig zuverlässig, aber ein erster Anhaltspunkt. Ist dieses schon zu gering, dann ist das gar kein Mythos mehr, sondern dann ist es wirklich so, dass die synchronisierte Geschwindigkeit zu dem Internetanbieter zu langsam ist. Wir haben ja in Deutschland leider die Situation, dass die Internetanbieter eine Maximalgeschwindigkeit nur versprechen und du damit keinen Rechtsanspruch auf die Erfüllung der kompletten Geschwindigkeit hast. Um jetzt also verlässliche Werte zu bekommen, ob die eigene Internetgeschwindigkeit wirklich langsam ist, kann man auch Folgendes tun. Man verbindet sich mit einem Gerät an den Router per Kabel. Hier solltest du sicherstellen, dass sich Router und Gerät mit einem Gigabit synchronisiert haben. Das kann man sowohl auf dem Gerät als auch auf dem Router nachprüfen, welche Geschwindigkeit die beiden Geräte haben. Ist das erfolgreich, kann man wirklich eine Speedtest-Seite besuchen. Wichtig ist nur, während man diesen Speedtest ausführt, sollte wirklich gar nichts anderes im Heimnetz laufen. Das würde sonst die Messergebnisse verfälschen, Downloads und so weiter alles abbrechen und keine Videokonferenzen während des Testzeitraums laufen lassen. Niemals solltest du einen Speedtest aus dem WLAN heraus machen, wenn du eigentlich deine Internetgeschwindigkeit ermitteln willst. WLAN ist einigen Störeinflüssen ausgesetzt und hat zu viele Variablen, als dass hier ein verlässliches Ergebnis erzielt werden kann. Und damit wären wir auch schon mal beim Mythos Nummer 2. Mein WLAN ist schlecht. Das höre ich relativ häufig. Nur, was testest du eigentlich? Die Anbieter der Router versprechen ja Geschwindigkeiten bei WLAN N von 300 Mbit und ab WLAN AC gehen die Werbeversprechen schon deutlich über die 1 Gigabit Grenze hinaus. Jetzt gehst du beispielsweise auf eine Speedtest-Seite und erreichst diese Geschwindigkeit gar nicht. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn von deinem Endgerät, auf dem du den Test ausführst, bis zu der Webseite, wo der Speedtest läuft, haben wir ja einige Komponenten zwischendrin stehen, die die Geschwindigkeit verlangsamen können. Als erstes hätte ich da mal den Internetanbieter im Verdacht. Hast du zum Beispiel eine DSL-Geschwindigkeit von 50 Mbit pro Sekunde gebucht, kann dieser Speedtest ja nicht die 300 Mbit anzeigen, die WLAN N angeblich kann. Das Nadelöhr ist in dem Fall der Internetanbieter und nicht dein WLAN. Wie kann ich also WLAN jetzt gescheit testen? Woher weiß ich denn, wie schnell mein WLAN ist? Bei Windows kannst du in der Übersicht des Netzwerks schon mal sehen, ob du im 2,4 oder 5 GHz Netzwerk verbunden bist. Hier wird auch gleich eine synchronisierte Geschwindigkeit angezeigt. Um jetzt die Verbindung von deinem Endgerät zum Router zu testen, eignet sich iPerf. Auf der Fritzbox ist standardmäßig iPerf 2 aktiv. Wenn du in die Infokarte schaust, findest du ein Video, wo ich gezeigt habe, wie du genau iPerf dafür nutzen kannst. Du kannst also einen Speedtest machen von deinem Endgerät zum Router. Erst dieses Testergebnis zeigt dir deine echte WLAN-Geschwindigkeit. Und ob dein WLAN schlecht ist, kann von ganz verschiedenen Faktoren auch noch abhängen. Bei Fritzboxen empfehle ich persönlich immer, die Automatik aktiviert zu lassen. Das sorgt dafür, dass alle Geräte im Mesh sich untereinander so ein bisschen absprechen und die Kanäle sich nicht gegenseitig blockieren. Wie kann ich aber meine WLAN-Leistung verbessern, wenn diese tatsächlich schlecht ist? Da wären wir beim Mythos 3. Ein Repeater verbessert die WLAN-Leistung. Oder der Mythos müsste eigentlich genauer heißen, er verbessert die WLAN-Geschwindigkeit. Das kann ein Repeater gar nicht. Die WLAN-Geschwindigkeit kann niemals schneller werden als das, was dein Hauptrouter zur Verfügung stellt. Er kann das vorhandene Signal in der Reichweite erhöhen. Die Aussage, er verbessert die WLAN-Geschwindigkeit, kann aber trotzdem stimmen. Und zwar, wenn ich vom Standort ausgehe. Wenn ich also an einem Standort mit meinem Handy stehe und einen Speedtest mache und habe dort eine langsame WLAN-Geschwindigkeit. Dann kaufe ich mir einen Repeater und mache an der gleichen Stelle nochmal einen Test.
und auf einmal habe ich höhere Geschwindigkeiten. So gesehen kann also ein Repeater tatsächlich die WLAN-Geschwindigkeit an einem bestimmten Standpunkt im Haus verbessern. Damit wären wir auch schon beim Mythos Nummer 4. Jeder Repeater ist mit meinem Router kompatibel. In der Theorie stimmt das. Man kann einen Repeater nehmen und den mit irgendeinem Router kombinieren. Eine gute Idee ist das aber nicht. Was jetzt kommt, ist ein bisschen meine eigene Erfahrung und meine eigene Meinung. Gerne kannst du dich darüber mit mir in den Kommentaren unterhalten. Wenn ich heute einen Router kaufe, achte ich auf zwei Dinge. Zum einen möchte ich, dass der WLAN Mesh unterstützt. WLAN Mesh ist aktuell noch ein proprietärer Standard und unterscheidet sich von Hersteller zu Hersteller. Wenn ich also ein Mesh-Netzwerk aufbauen möchte, dann sollte ich das mit dem Router tun, den ich auch schon als Standardrouter habe, also von der Routermarke, von der auch mein Standardrouter kommt. Der Standardrouter ist in der Regel der, der an der Übergabestelle ins Haus hängt. Bei mir ist es zum Beispiel ein Cable-Router, die Fritzbox Cable benutze ich, oder wenn man DSL hat, hat man halt eine DSL-Fritzbox. Damit ist schon vorgegeben, welcher Hersteller hier das Mesh macht, in dem Fall natürlich dann AVM. Möchte ich mir jetzt also einen weiteren Repeater kaufen, dann würde ich persönlich dazu raten, bei dieser Marke zu bleiben, denn nur dann kann ich auch die Vorteile des Meshs nutzen. Viele Probleme, die WLAN in den letzten Jahren hatte, sind jetzt durch WLAN Mesh endlich gelöst. Wer also heute einen Repeater kauft und nicht auf die Funktionalitäten von Mesh achtet, wird wahrscheinlich mehr Probleme als Lösungen bei sich zu Hause haben. Die zweite Sache, auf die ich persönlich achten würde, ist die Backhaul-Verbindung. Wie ich ja vorhin schon angesprochen habe, kann ein WLAN-Repeater nur die Reichweite erhöhen. Diese Reichweitenerhöhung kann verlustbehaftet sein. Um diese Verluste so gering wie möglich zu halten, würde ich auf eine separate Antenne achten, die sogenannte Backhaul-Verbindung. Also die Verbindung zwischen Router und Repeater sollte nicht die gleiche WLAN-Antenne sein, die eure Endgeräte zum Surfen benutzen. Ein Beispiel für einen solchen Repeater ist der AVM Repeater 3000. Der nutzt eine eigene Antenne, eine 5 GHz Antenne, um mit dem WLAN-Hauptrouter zu kommunizieren. Kommen wir zum letzten Mythos, dem Mythos Nummer 5. Ein gemieteter Router vom Provider ist besser als ein selbstgekaufter. Das leuchtet ja im ersten Moment auch ein. Der Provider stellt die Internetverbindung bereit und kann natürlich seinen Router bestmöglich auf diesen Übergabepunkt im Haus vorbereiten. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn alle Provider in Deutschland, oder zumindest alle, die ich kenne, verkaufen auch nebenbei noch eine Fritzbox dazu. Man kann also gegen Aufpreis vom normalen Provider-Router weggehen und eine Fritzbox mieten. Diese Fritzbox hat dann in der Regel eine bisschen modifizierte Software. Die Hardware ist aber wahrscheinlich die gleiche wie auch in den Routern, die ihr einfach bei Amazon selbst kaufen könnt. Der Mythos ist sogar teilweise falsch. Also ich hatte mit den gemieteten Provider-Routern, damit meine ich jetzt zum Beispiel die Vodafone Station oder bei der Telekom den Speedport, hatte ich in der Regel mehr Probleme, als wenn man sich selbst eine Fritzbox gekauft hätte. Für die Provider hat es halt mehrere Vorteile, wenn ihr deren eigenen Router benutzt. Sie haben so mehr Administrationsmöglichkeiten. Bei Vodafone habe ich schon an der Hotline mitbekommen, dass sie genau sehen können, wie viele Geräte ich per LAN-Kabel angeschlossen hatte. Die können also ein Stück weit in dein Heimnetz reinschauen. Bei einem selbstgekauften haben sie dort weniger Möglichkeiten. Zudem gibt es in Deutschland die Routerfreiheit. Die Anbieter müssen also euch erlauben, einen eigenen Router betreiben zu können. Der Markt in Deutschland ist relativ ausgedünnt. Für DSL hat man noch einiges an Auswahl, bei den Cable-Modellen wird man wohl oder übel auf eine Fritzbox zurückgreifen müssen. Ich danke dir fürs Zuschauen. Falls du mehr solcher Videos sehen möchtest, dann abonnier doch einfach meinen Kanal.